eure Videos. Hi. Folge 207 ist hier. Ich wünsche euch gute Unterhaltung, wenn wir uns wieder über die Leute aufregen. Mann, Mann, Mann. Ach, darum ging's gar nicht. Aktuell gemessen in Koblenz 17 Grad. Es ist wahnsinnig, was die Leute riskieren, nur um noch diesen einen LKW-Bowl zu haben. Nur damit er danach hinter dem nächsten sitzt. Also sowas. Unsere Ampel wird schon grün und von links biegen die ganzen Linksabbieger noch ab. Hä? Naja. Und das eine führt zum anderen. Ich glaube übrigens gar nicht, dass der Bulli-Fahrer dich gesehen hat. Ob der noch Auto fahren sollte? Ihr fragt gleich, warum hältst du denn an? Ja, weil von links halt noch ein Auto kam. Mann! 4000 Euro Schaden wurden da angerichtet. Der ist doch nicht ganz dicht. Wie kann man so dicht auffahren? Das ist doch kein Windschattengedöns. Wir sind doch hier nicht auf einer Rennstrecke. Was für ein Schwachsinn. Aber, warte mal. Was zum... Das ist voll cool. Huch, aber nur erschrocken und nicht erwischt. Oh yo, endlich wieder der unsichtbare Christian. Aber das ist hier nicht die Todeskreuzung. Dem hat das aber gegeben. So. Ich hab's euch extra dagelassen, schaut mal rechts, 30 wegen Kurve. Das steht da, weil es als Gefahrenstelle gekennzeichnet ist. Auf der anderen Seite der Kurve muss ja das gleiche Schild nochmal stehen, tut es wahrscheinlich auch, man sieht da irgendwas. Also gilt vor und hinter der Kurve 50 wahrscheinlich. Und wenn der Trottel gleich zum Überholen ansetzt, ist das in meinen Augen noch kein Grund, so zu reagieren. Unglaublich. Ja, finde ich auch sehr assi, aber von Schild zu Schild würde ich sagen, ist 30, der Rest 50. Hier ist 30. Wie gesagt, 30 gilt nur in der Kurve. Aber was der da für eine Welle macht, ist arg assi. Also sollte man anzeigen. Können wir mal bitte festhalten, dass der PKW gleich auf der Geradeausspur fährt und die Linksabbieger alle warten? Der hat, Jetzt lustig. Ja, kein Straßenverkehr, aber geil. Der letzte PKW da vorne, das ist der gleiche Typ, der eben überholt hat. Der da vorne links an der Ampel steht. Möchtet ihr raten, es ist der gleiche Typ. Was will man mit solchen Leuten machen, die glauben, sie wären alleine auf der Welt? Und für die gelten die Verkehrsregeln nicht. Da kannst du nur einen Lappen wegnehmen und nie wiedergeben. Absolut ungeeignet.
Manche Leute sollten wirklich nur Bobbycar fahren, oder? Auch wenn es jetzt mucksmäuschenstill ist, weil ich die Musik wegmachen musste. Ich sag hierzu nichts. Bei uns in der Gegend, da gab es mal so einen schweren Verkehrsunfall, ich glaube auch mit Toten. Da waren irgendwelche Jugendlichen oder, naja, was heißt Jugendlichen, die Auto fahren dürfen sie schon, aber irgendwelche Flitschbirnen, die haben sich denn da so ein Blaulicht aufs Dach geschnallt und sind mit dem fröhlich durch die Gegend gerast, auf der Bundesstraße lang, juhu, haben einen überholt, zu knapp überholt, haben den gestreift oder so ähnlich, der ist dann in Schleudern gegen den LKW und ach, randemalö, alles scheiße, hat sich Ewigkeiten hingezogen, der Prozess, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Also auf jeden Fall Schiete. Und wenn ich dann sowas sehe, ne, da denke ich mir, sind das auch wieder irgendwelche Arschgeigen, die sich einfach nur so eine Lampe aufs Dach setzen? Weil, wieso sollte ein echter Polizeiwagen, wenn er am Einsatzen ist, vor einem Blitzer runterbremsen, das Blaulicht ausmachen und wieder losfahren? Leute, ihr sowas faul. Warum man an Kreuzungen und Einmündungen beim Parken 5 Meter Abstand halten soll. Was hier nicht ist. Ui, verdammte Axt, wo kommt der denn her, ey? Von links. Ja, ist gar kein Highlight-Clip, aber ich hab ihn angenommen, jetzt zeigen wir ihn. Ja, bitte. Dieses Video ist purer Nervenkitzel. Samstagnachmittag. So, MI, viel Spaß. Das war gerade knapp. Hat der Spiel gefehlt. Oh, das hier ist so richtig schön fies. So richtig schön fies. Schuld hat letzten Endes nur Tänzerin. Aber wie doof das laufen kann, ne? Das habe ich nicht gesehen. Völlig vor. Das ist aber gefährlich. Meine Güte, ich meine ja, aber dann bleibt doch auf der Busspur. Hier war kürzlich ein Unwetter, woher ich das weiß. Also, wenn ich das da so sehe, ne? Also. Würdet ihr reinfahren? Oder lasst ihr lieber erst den anderen vor, um zu gucken, wie tief es ist? Aber ganz links, das muss doch gehen, ne? Naja, solange es jetzt keinen Gullideckel hochgedrückt hat durch diese Wassermassen und du da gleich in so ein tiefes Loch reinfährst, ne? So lange geht's ja auch. Und irgendwie glaube ich, obwohl er durch so viel Wasser gefahren ist, die Karre steht wahrscheinlich zu wie die Sau. Wie die denn da vorgefahren ist einfach. Komplett halt. Katzel hat dieses hochinteressante Video eingeschickt. Er nennt es, warum ich eine Dashcam habe. Ich spreche es lieber jetzt schon ein, denn ihr seht es ja, wir haben Zeit. Und ich verrate es euch auch schon mal, denn ihr könnt es euch ja sowieso denken hier bei diesem Kanal. Er rammt jetzt gleich unser Auto, also er rempelt da rein. Und natürlich, er haut ab. Er kümmert sich da nicht drum. Ja, ist scheiße, das ist eine Straftat, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das kann richtig teuer werden, bis hin zu Entziehung der Fahrerlaubnis oder halt, wenn du Glück hast, nur ein paar Monate Fahrverbot, auf jeden Fall eine schöne fette Geldstrafe und Punkt in Flensburg kriegst du auch, 2 bis 3, kommt auf den Schaden an, den du verursachst, aber 1000, 1300, 1500 Euro hast du schnell angerichtet, ja,
Und wenn sie euch kriegen, weil es sieht an und für sich immer ein Zeuge oder halt hier die Kamera, dann kann die Versicherung sich das Geld von euch auch wiederholen bis 5000 Euro. Ein Zettel hinter einen Scheibenwischer funktioniert nicht, das ist auch Unfallflucht. Ne, also ruft die Polizei, damit seid ihr auf der sicheren Seite. Unfallflucht lohnt sich echt nicht. Das Hochstufen durch die Versicherung wäre viel billiger gekommen. Viel, viel billiger gekommen. Naja, macht's gut. Tschüss.